Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Hogwarts Legacy. Und es geht weiter, liebe Freunde. Als nächstes müssen wir... Was ist hier? Hallo Samantha, schön dich wiederzusehen. Wie war dein erster Tag? Du scheinst im Zauberkunstunterricht gut mitgekommen zu sein. Naja. Das ist nett von dir. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Okay, nice. Na dann, viel Spaß. So, als nächstes müssen wir... So, die Karte. Oh, Nebenaufträge sind jetzt verfügbar. Verfügbare Nebenaufträge sind in den Regionen von Hogwarts mit einer Fahne gekennzeichnet und können bei Erkundungen der Welt gefunden werden. Diese Aufträge verleihen EP, haben aber keinen Einfluss auf die Hauptgeschichte. Alles klar. So, was ist das? Unterrichtsstunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Da müssen wir hin. Let's go. Da müssen wir hin. Let's go. Dunkle Künste. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Nice. Alter, zieh dir das mal rein. Wie schön einfach. Jo, alles klar. Augenscan oder was? Ist das alles? Pombada! Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Halte deinen Zauberstab mit. Kennen wir alles. Kennen wir alles. Let's go. Ich dachte, es heißt Leviosa, nicht Leviosa. Nun, mach doch, wenn du so super schlau bist. Nun, probieren wir etwas Größeres. Kein Ding. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Okay. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Mhm. Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Okay. Levioso. Gut. Nun zum Basis. Gut gemacht. Zack, Junge. Alles klar. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an.
Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Slytherin. Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Das wird ein Kinderspiel. Levioso. Zack. Das ist doch nicht dein erstes Duell. Sagen wir einfach, ich lerne schnell. Immer rauf. Ein schönes Duell, was... Levioso. Na komm. Protego. Levioso. Zack, Junge. Nutzen Sie den Basiszauber, wenn Ihr Gegner Er ist runtergefallen. Habe ich gewonnen? Habe ich echt. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Mhm. Oh, da ist er ganz stolz, der Ruckel von YouTube. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Ravenclaw. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Der dreckige Slytherin? Na gut, das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. So, erzähl. Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Ich bin übrigens Sebastian Cello. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Das war es. Ich habe meinen Zauberstab noch nie im Kampf benutzt. Also kann das sein, dass hier irgendwie alle Best Friends sind? Nicht mal die Slytherins sind scheiße zu mir. Ja, was sagen wir ihm jetzt? Wir reiben es ihm unter die Nase. Nein, habe ich noch nie. Doch, war es. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Psst. Kommt der Lehrer. Klingt aufregend. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet, ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Okay. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Dann bis bald. Revelio. Auftrag abgeschlossen. Unterrichtsstunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Neuer Auftrag verfügbar. Okay. Och, ich halte nicht viel von Duellen. Ich bin ein freundlicher Bursche. Ach so. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Was haben wir hier? Da kann man bestimmt noch nicht rein, oder? Stufe 11. Oh no. Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Nachdem ich ja in der letzten Folge so hart verkackt habe im Tutorial. Gar nichts. War das ganz gut, dass ich das jetzt zumindest wieder wettgemacht habe. So, okay. Wo können wir denn dann weitermachen? So. Hier können wir zum Beispiel reisen mit Flohpulver.
und ein paar Nebenquests erledigen. Und ich will unbedingt nach Hogsmeade. Unbedingt. So. Lass mal schauen. Und zum Beispiel mal das hier machen. Da ist was drin. Ich weiß es einfach. Aha. Da habe ich ja was angerichtet. Ist alles in Ordnung? Oh, hallo. Danke, dass du fragst. Ich bin übrigens Cressida. Und ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Ich erschaffe gern eigene Zaubersprüche. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen. Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Das ist genial. Klingt nach viel Arbeit für ein paar Bücher. Klingt eigentlich ziemlich genial. Danke, aber ich fürchte, die Bibliothekarin sieht das etwas anders. Ich würde die Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen, aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Scribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Oh. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Was für eine Petze. Es sind nur 5 Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Ja, klar. Warum hat Amit dich verraten? Warum hat Amit Madame Scribner gesagt, dass es deine Bücher waren? Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Ich denke, er war beeindruckt und wollte mit mir angeben. Ach so. Amit verbringt viel Zeit damit, die Sterne anzustarren, aber er erkennt einen guten Zauberspruch. So, let's go. Könnte ich, wenn ich Zeit habe. Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Wenn du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Na klar, mach mal. So. Ist das jetzt da unten, ja? Das heißt, wir müssen hier lang. Wenn ich an diese Bücher will, muss ich sie mit Akio heranholen. Ja, das ist so geil, ne? Das ist so geil. Akio! Komm her. Geschafft. Fehlen nur noch 4. Guck mal hier, eine Truhe. Graue Abenteurer-Montur. Geil, ey. Kann ich die benutzen? Kann ich die schon anlegen? Kann ich jetzt noch den... Kann ich jetzt bitte noch den Umhang ablegen? Freunde, momentan brauchen wir keine Rüstung. Momentan brauchen wir keine Rüstung. Ah, ist klar. So, Akio. Zack. Guck's denn so. Ach, das war eine Handbuchseite. Okay. Schnarten hier so. Ich nicht rüber. Professor Black. Dürfte ich ein Zauberverbot in der Bibliothek vorschlagen? Jemand hat sich in die verbotene Abteilung geschlichen und Cressida... Bloom scheint die Bibliothek als ihre persönliche Arena zu betrachten, in der sie ihre neuesten Beschwörungsformeln übt. Das ist äußerst störend. Man könnte Peeves im Vergleich zu solchen Possen als zahm bezeichnen. Ja. Und jetzt rennt hier der Boy mit der langen Unterhose rum. Aber wo sind jetzt die restlichen... Da! Akio! Komm her!
Ich denke mal, man muss hier so ein bisschen abwarten. Kommt schon. Komm her. Zack. Das ist Cressidas Tagebuch. An ihrer Stelle würde ich es auch zurückwollen. Heute war ein guter Tag, zumindest bis Gareth das seltsame Gebräu, das er entdeckt hatte, über meinen perfekt gedünsteten Florfliegen verteilte. Ich musste meinen Kessel leeren und von vorn beginnen. Er kann wirklich eine Plage sein, tut so, als wüsste er alles über Zaubertränke und unterbricht ständig Professor Sharps Unterricht mit seinen Experimenten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon längst der Schule verwiesen worden wäre, wenn er nicht Professor Weasleys Neffe wäre. Heute Abend gibt es wieder Dorsch. Er schmeckt mir langsam besser, aber ich mag Fleischpastete immer noch lieber. So, Gareth ist der Neffe von Professor Weasley. Hat man den schon mal irgendwie von dem gehört? Im Harry Potter Film oder so? So, aber eine fehlt noch. Komm schon. Jemand hat wohl abends lange gelernt. Hoffe ich. Wäre geil, wenn die noch auf mein Outfit reagieren würden. Wo ist das letzte Buch? Ist das oben vielleicht? Nee, es muss ja innerhalb von diesem Feld sein. Liebes Buch, zeig dich! Mal kurz verschwinden. Die Bilder. Revelio. Accio. Hey, das letzte will irgendwie nicht. Flammen, nice. Was schnarrt denn hier so? Revelio. Da hinten. Da! Accio. Komm her. Das ist das Letzte. Ich sollte sie zu Cressida bringen. Revelio. Aha! Der alte Bibliothekar, Handbuchseiten. Hier ist eine der ersten Bibliothekare von Hogwarts verewigt. Offenbar duldete er lärmende Schüler nicht und war dafür bekannt, beim leisesten Niesen großzügig den Schweigezauber anzuwenden. Nice. Okay, cool. So, dann können wir eigentlich zurück, ne? Revelio. Und da ist noch eine Kiste. Komm ich da ran? Verdammt. Geht noch nicht. So, wir bringen erstmal die Bücher zurück. Lass nicht den Kopf hängen. Ich habe doch alles. Hallo, Cressida. Ich habe deine Bücher, inklusive Tagebuch. Oh, da bin ich ja froh. Danke. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Vielleicht eine Belohnung, um das Tagebuch geheim zu halten? Nein. Hier, bitte sehr. Hier, bitte. Tja, Lektion gelernt. In nächster Zeit werde ich sicher keine Zaubersprüche mehr in der Bibliothek üben. Gut, mal sehen, was da schiefgegangen ist. Vielleicht sollte ich mein Latein etwas auffrischen. Zum Glück gibt es noch vertrauenswürdige Leute. Ich würde nicht wollen, dass...
Nice. Wir sind Stufe 3. Oh. Oh, wie cool. Alter, cool einfach. So, hier gibt's schon den nächsten Nebenauftrag. Das kann doch nicht so schwer sein. Grüße dich. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo. Ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Hast du etwas darüber herausgefunden? Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Gibt es hier noch mehr solcher Gemälde? Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Okay. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Ja. Komm bitte zu mir. So. Revelio. Nee. Lumos. Was war Lumos gleich noch? Protego. Hier, Lumos. Die Eins. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Das Gemälde zeigt einen Ort, der in der Haupthalle zu sein scheint. Ich sollte den Bereich untersuchen, um herauszufinden, ob ich ihn finden kann. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Statue von Gregor der Kriecher, Handbuchseiten. Diese Statue mit dem einschmeichelnden Grinsen stellt den Zauberer Gregor den Kriecher dar, der durch die Erfindung des Gregor-Zaubertranks berühmt wurde, wodurch derjenige, der ihn trinkt, glaubt, dass die Person, von der der Zaubertrank kam, sein bester Freund wäre. Nice. Der hatte wahrscheinlich ganz viele Freunde. Wieder mal auf Abenteuertour? Na klar. Ich wünschte, man hätte mich im Nachthemd gemalt. So, aber... Das war es ja noch nicht. Ich muss mal ganz kurz auf das Gemälde gucken. Ich habe mir das gar nicht eingeprägt. So, doch. Da ist die Statue. Okay, und dann die Ecke da. Hey, guck mal her. Nice. So, was ist das denn hier zum Beispiel? Revelio. Akio. Levioso. Akio. Okay. Revelio. Kann ich damit machen? Lumos. Ah, Lumos, ja, stimmt. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Ah, okay, okay. Geil. Geil! Ja. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Nice. Und die Handbuchseite nehme ich mit. So, Lenora! Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich bin den Hinweisen gefolgt. Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Naja. Matti ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte! Okay. Wie habe ich das übersehen? Wie eine Motte zum Rahmen. Abgeschlossen. Level 4, Baby! Okay. So, haben wir denn hier noch was? Hier gerade nicht. Hier ist auf jeden Fall noch... Ein Flohpulver, das aktiviere ich mal schnell.
wenn wir schon mal hier sind. Harry wurde bekannt als der Junge, der überlebte. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Und ich bin der Schlüpperjunge. Na du? So. Letzte Flohpulver und dann würde ich sagen, machen wir Hauptstory weiter, oder was? Das Gewächshaus. Ja. Knifflige Koboldsteine. Was trägst du denn da? Eine lange Unterhose? So, zack. Okay. Alter, es ist doch nicht wahr. Wie schön. Wie schön. Revelio. Oh mein Gott. Zack. Gewächshausbaum, Handbuchseiten. Das Wurzelgeflecht dieses im Zentrum des Gewächshauses stehenden Baumes ist so weitreichend und verschlungen wie die Kerker der Schule. Freunde, nur noch zwei. Gewächshausbaum. Okay, würde ich sagen, machen wir jetzt Hauptquest weiter. Revelio. Revelio. Was tun wir hier? Können wir noch nicht, da kommen wir noch nicht hin. So. Wo müssen wir hin? Wir müssen dahin. Nice. Wir sind im Schulhof. Let's go. Was ist mit dem Raum, Professor? Oh. Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Nein, Professor. Aber nein, Professor. Aha. Mehr sollte ich nicht sagen. Jetzt wollte man einem Squealer ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen. Was? Mehr Arbeit? Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um ihnen ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Unbedingt. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Oh ja. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen erzählen? Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Was ist Zauberkraft? Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Es gibt wirklich einen Ollivander hier? Ein Ollivander in Hogsmeade?
Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Alles klar. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit ihnen gesehen. Einmal mit... Wie wäre es mit Nettie? Ich möchte mit Natty gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass Ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Auftrag abgeschlossen. Melde dich bei Professor Ronan. Alles klar. Sprich mit Professor Ronan, um deine erste Hausaufgabe zu erhalten. Aufgaben sind Aufträge, die dir von Hogwarts-Professoren gegeben werden und die dich mit neuen Zaubersprüchen belohnen, wenn du sie erfüllst. Die Belohnung für den Abschluss deiner ersten Aufgabe ist der Wiederherstellungszauber Reparo, den du für andere Aufträge benötigst. Du kannst diese Aufgaben und ihren Fortschritt im Auftragsmenü in deinem Handbuch einsehen. Alles klar. Ich wäre gerne hier gewesen. Ja, dann machen wir das doch direkt, oder? Ah, da sind sie. Ja. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Okay, ich schließe die Aufgabe ab. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. So, Professor Ronan hat mir einige Aufgaben gegeben. Wenn ich sie erledigt habe, wird er mir Reparo beibringen, den Wiederherstellungszauber. Sammle das fliegende Blatt in der Nähe der zerbrochenen Statue ein. Sammle das fliegende Blatt im Turm für Verteidigung gegen die dunklen Künste ein. Okay. Das erste haben wir jetzt. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Geschafft. Zack. Der Schlüpperjunge ist unterwegs. Okay, hier können wir nicht lang. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Aha, da ist es. Ach, hier. Großartig. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben... Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran, Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Nice. Reparo. Cool. Oh, na gut. Du hast deine Nachtgewänder an.
Ich gehe dann mal. Geil, okay. Sie reagieren darauf. Mit dem Wiederherstellungszauber Reparo kannst du zerbrochene Objekte und Teile der Umgebung reparieren. So, aber jetzt sind Also, sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Reparo. Funktioniert wie von Zauberhand, was? Perfekt. Nice. Oh, oh. Okay. Ups, nee, nee, nee. Revelio. Wyvernbrunnen, Handbuchseiten. Die Spitze dieses Springbrunnens im Verwandlungshof ist mit dem Abbild eines Wyverns verziert und dient als Ort, an dem Schüler und Schülerinnen sich entspannen können. Trotz gegenteiliger Gerüchte, die möglicherweise von Sir Cadogan in die Welt gesetzt wurden, handelt es sich hier ganz sicher nicht um den Wyvern von Vyr, der von dem lebhaften Ritter selbst erschlagen wurde. Nice. Level 5 oder was? Nein! So knapp. Okay. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen war. Ja, komm. So. Okay. Eigentlich können wir ja hier in Hogwarts noch ein bisschen... Oha, okay, wir können hier echt noch einiges erledigen, Freunde. Vielleicht bevor wir nach Hogsmeade machen, dass wir hier alles abschließen, oder wie? Aber ich will da hin. Schlipperjunge is on the road again. Revelio. Revelio nicht vergessen. Oh, 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 oh. Was ist hier? Gemälde von Ilius. Handbuchseiten. Dieses Gemälde zeigt den jungen und verwaisten Zauberer Ilius, der bekanntermaßen sein ganzes Dorf vor einer Armee von Dementoren und dem schwarzen Magier Raxidian rettete, indem er einen Mauspatronus beschwor. Eine Maus! Ich hab einen Orang-Utan! Ja, ich mach den fertig, gar kein Problem. Was ist das denn? Kiste. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ach, habe ich mir jetzt gerade ein Flohpulver, eine Flohflamme markiert oder was? Ach so. Habe ich gar nicht drauf geguckt. Was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Nebenauftrag. Aber wenn ich jetzt gerade hier bin. Ach so, aber das ist alles außerhalb. Okay, pass auf, dann machen wir erstmal hier hin. Ich mache hier den Nebenauftrag noch. Und dann machen wir dann so langsam nach Hogsmeade. Aber das machen wir dann nächste Folge, Freunde. Ich habe nichts gehört. Sie hat wieder gesungen. So. Hier sind wir. Zack, zack. Let's go. Natürlich war ich genervt. Da. Revelio. Ich befürchte, dass du dich hier etwas zu wohl fühlst. Warum hat hier jeder was gegen meine Unterwäsche? Oh, hier ist noch so ein Gemälde. Das heißt, wir müssen hier wieder, das war Lumos, ne? Ja. Lumos. Zack. Wo könnte das sein? Okay, Bild mit grünem Hintergrund, so blumig. Zwei Säulen. Wird ja dann auch hier in der Nähe sein, oder? Zwei Säulen, zwei Säulen. Was war hier? Achso. Du, 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 du. Wenn mir noch jemand Neues aus meiner misslichen Lage hält. Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Tut mir leid, das zu hören. Warum hassen dich denn alle? Alle hassen dich? Warum?
Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Toll. Koboldsteine, interessant. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Die haben wohl überreagiert. Da haben sie ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Weißt du, wie man sie bekommen kann? Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Hast du keine Freunde? Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Ja, komm. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Okay. Finde Zenobias Koboldsteine. Let's go. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Akio! Okay. So, an hohen Orten. Aha. Aha. Okay, dann muss ich da erstmal hin. Ich sehe ihn doch. Muss ich da vielleicht erst für fliegen? Oh, na gut. Du hast deine Nachtgewänder an. Ja. Akio! Ja. Okay, jetzt komme ich da irgendwie scheinbar noch nicht ran. Rebellion. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, aber ich komme ja nicht ran. Ich muss sie doch mit... Mit Akio, oder? Ich krieg die nicht runter. Okay, egal. Muss ich das ein anderes Mal machen. Revelio. Ah, okay, Kiste ist drin. Gut, nee, dann können wir das erstmal nicht machen. Ich kann ja mal bei den anderen gucken. Haben wir hier zum Beispiel. Zack. Gucken, ob ich an die rankomme. Aber ansonsten... Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Okay. Revelio. Da haben wir eine Kiste.
Da ist noch was. Madiva Mudiva Onai. Als stellvertretende Schulleiterin ist es mir eine Ehre, Ihnen unter der Leitung von Professor Black die Stelle als Professorin für Wahrsagen an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei anzubieten. Wir sind begeistert von der Aussicht, Sie in unserem angesehenen Lehrkollegium zu haben. Bitte informieren Sie uns so bald wie möglich über Ihre Pläne. Ich erwarte mit Spannung Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Professor Matilda Weasley. Nice. Revelio. So. Letztens wollte doch wirklich jemand dort einen Pfefferfluch wirken. Wo ist das Ding? Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias stand. Ja! Aber. Ah. Akio! Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Also doch, okay. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Aber da oben muss ja... Nee, war das jetzt da oben? Nee. Da oben hab ich alles. Wieder mal auf Abenteuertour? So, dann muss hier irgendwas sein, ne? Rebellion. Oh Gott. Scheiße, komme ich von hier nicht ran. Arithmetikbuch, okay. Was? Warte, ich hab... Was habe ich gerade eingesammelt? Inventar. Hier. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 0, 1, 2, 3, okay. So. Wir haben hier in der Mitte eine 9 oben, unten eine 4. Und die Zahlen drumrum. Also das drum außenrum muss das in der Mitte ergeben. Also 0, 1, 2, 3. Da ist das 3. Plus 2 sind 5. Plus 4 sind 9. Also ist das erste Fragezeichen. Eine 4. Und das ist diese. Schlange, oder? Hä? Nee, die Schlange. Nee, Quatsch. Nee, nochmal. Das ist eine 3. Das sind 5. Also 4. 0, 1, 2, 3, 4. Okay, das Vieh da oben. Das hier. So. Und unten haben wir eine 0 und eine 1. Also 1 brauchen wir noch 3. Also 0, 1, 2, 3. Diese dreiköpfige Schlange. Warum hat das denn jetzt... Jawohl. Alles klar. Wollten Sie mich verwirren hier mit dem... Okay. Was hier? Revelio. Her damit! Unterrichtsraum Arithmetik, Handbuchseiten. In diesem Unterrichtsraum lernen Schüler die magischen Eigenschaften von Zahlen und Numerologie. Die meisten von ihnen entscheiden sich allerdings dafür, auf der Schulbank von Mondkälber zu zählen und dabei einzudösen. Ach so,
auf der Schulbank Mondkälber zu zählen und dabei einzulösen. Alles klar. Oha. Oha, Freunde. Aber wisst ihr was? Wir müssen ja auch erstmal ein kleines Päuschen machen, denn es ist schon wieder in Überlänge. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Freunde. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.